Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu SpongeBob Horror mit neuer Kamera, meine Freunde. Ich hoffe, ihr könnt sie sehen. Ich hab aufgerüstet und es sieht jetzt alles ganz anders aus und ich freue mich auch, dass ihr da seid und ich hoffe, dass euch das Bild hier richtig gut Was ist denn das für eine Angelegenheit? Das ist doch einfach zu gut. Ja, was geht denn da ab? Nee, ne? Oha! Alter Leck. Okay, Leute, okay. Da habt ihr jetzt auf jeden Fall schon mal einiges gesehen. Es geht heute rein, also ich erzähle euch kurz die Roadmap für heute. Wir spielen eine Runde SpongeBob. Es ist so ein Minigame und ich habe halt mir so überlegt, ich habe den Ton einmal kurz rausgenommen. Wir werden heute ein bisschen SpongeBob spielen und auch zukünftig immer so kleine Livestreams machen mit so speziellen Spielen, die nicht so lange gehen. Und danach werde ich dann immer auf Twitch gehen. Das ist aktuell so die Roadmap. Heute gehen wir auch auf Twitch. Das heißt, nach diesem Stream gehen wir rüber zu Twitch und spielen dort Dying Light 2. Ich weiß nicht, ob ihr das Game kennt. Wenn nicht, es ist ein Zombie-Spiel, auch relativ brutal und mega, mega geil. Da sind wir später auf jeden Fall am Start. twitch.tv/denome, dann könnt ihr da auf jeden Fall am Stissel sein. Und jetzt geht's aber erstmal los. Wir gehen in dieses SpongeBob-Game und ich hoffe, ihr habt Bock. Mit neuer Kamera, ich habe richtig Bock, Alter. Yo, richtig, richtig Bock. Ich guck noch mal ganz kurz, ich werde meine Kamera vielleicht noch mal so ein bisschen hier so... Ja, perfekt. Guck mal, ne? Ich kann das jetzt alles einstellen an der Cam direkt. So, wir gehen ins neue Spiel rein. Let's go, Freunde. Auf geht's. Macht euch gefasst. Das ist Plätzchen Familie, hm? Ah, dieser Ort sieht sehr... Was ist das denn? Bikini Bottom. Home of many wonderful secrets. Das ist Bikini Bottom, oder was? Residents are full of personality. But how? Das ist der Heimatort von SpongeBob, ja, das wissen wir. Das wissen wir auf jeden Fall. Trust me, my friend. Tomorrow will bring our childhood fear of monsters to life. For now... Let us wer ist das? Wer redet da? Follow the morning routine of our favorite sea sponge. Oh, SpongeBob SquarePants. Wo kommt das denn? Dankeschön für 10 Euro an Wesam Samra. Oha, es geht richtig los. Hab Bock. Was? Was ist das denn? Ist das SpongeBob? Nee, ne? Heute ist der große Tag, Gary. Miau. Yep. Yep. Heute ist der große Tag. Er kann jetzt legal mit dem... Er hat seinen Bootsführerschein geschafft, Leute. SpongeBob schafft seinen Bootsführerschein. Dass ich das mal... Der fleischzerhackene Zerhacker. Der fleischhassende Fleischer. Nein, der fleischhassende Zerhacker. So heißt er. Leute, ich bin SpongeBob Main. Ich kenne alles. Ich kenne jeden Satz in jeder Folge. Ich kenne alles von SpongeBob. Der fleischhassende Fleischer. Okay, ich trinke erstmal einen Schluck. Was sagt ihr zur neuen Kamera? Eins in Chat, wenn ihr die feiert, ne? Okay. Wir gucken mal, was die wollen. Wir holen uns jetzt erstmal ein bisschen was zu essen und checken mal die Lage aus. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. SpongeBob! Okay, das war wohl Patrick. Ich sehe auch gerade noch hier Christian Häusler mit einem Zehner dabei. Dankeschön, mein Bester. Dickes, dickes Küsschen. Leute, später auf Twitch seht ihr auch hier danach Dying Light 2. Ich hoffe, ihr seid dabei. Wir haben auf Twitch aktuell immer so durchschnittlich nur so 10, 20, 30 Zuschauer. Ich freue mich über alle, die da sind. Aber wir gucken jetzt noch, was Patrick von uns will. Also heute Quallenfischen. Sorry, Patrick. Oh mein Gott, wir dürfen nicht. Wir müssen erstmal Bootstest machen. Oh Mann, ey. Patrick meint, wir können auch, wir können die Bootsprüfung auch später machen. Okay.
Oh nein, Patrick sagt, wir sind so beschäftigt. Er hat echt gedacht, dass wir mal was zusammen machen können als Freunde. Bitte. Leute, sollen wir das Tutorial spielen? Ja oder nein? Was meint ihr? Was meint ihr? Also, sollen wir das Tutorial spielen? Sollen wir es echt spielen? Also, ich hätte jetzt gesagt, ja. Aber wenn der Chat jetzt halt sagt so, nee, Brudi, lass mal, dann würde ich es halt nicht machen. Ja, zum Wissen, ne? Ja, Wissen ist immer gut. Komm, wir machen. Tut mir leid, Patrick. Ja, wir konnten mit Patrick noch ein bisschen was machen. Sehr cool. Also, let's go. Gucken wir uns mal an, wie das Game überhaupt aussieht. Was ist das denn? Oh, was ist das denn für eine Musik? Als ob. Okay. Wir können auch ein bisschen schneller rennen. Hört ihr das? Der Sprung. So eine Soundeffekte finde ich ja gut. Okay, wir interagieren mal mit dem. Das ist doch Spring oder was? Also, das braucht er mir jetzt nicht erklären. Bro, ich weiß, wie das geht. Ich bin noch keine 2 Jahre alt. Ihr habt nichts gehört. Nichts gesehen. Okay, wir sollen uns mit Spring anscheinend ein bisschen Zeit lassen. Da wartet Patrick schon auf mich. Irgendwelche Quallenleute sind da, ne? Ich glaube, das Game wird noch richtig schlimm. Wir haben eine Brille an, okay. Tja, wir sind auf jeden Fall ready jetzt. Lass uns mal Quallen fischen gehen. Okay. Er zeigt mir das jetzt. Oh, cool. Leute, Quallen fischen? Digga, wie geil ist das denn? Ist das... Sind die Viecher böse? Das ist die Frage, ne? Wir gehen jetzt erstmal ganz entspannt rein. Ist ja ein bisschen unser Tutorial und so. Können hier so unter diese Sachen halt. Patrick, du machst mir Angst. Was ist denn das für ein Typ? Okay, wir gehen mal weiter gucken. Oh, that's cool. Ist das Thaddäus? Hm. Was? Guckt euch mal Thaddäus an, Mann. Als ob, Junge. Okay. Er ist natürlich ziemlich sauer und meint so, hey, komm, lass mal Quallenfischen sein. Ne? Gar kein Bock. Alright. Gut. Können wir das skippen? Weil für mich ist das Tutorial ist mir erstmal nicht so wichtig. Ne? Was geht denn jetzt ab? Go. Be a real shame to get stung by one of those red jellyfish. Alter Mann, jetzt muss ich hier für Thaddäus irgendwie. Okay, let's go. Ja, kein Problem. Ich, das krieg ich hin. SpongeBob gegen Patrick oder was? Ja, easy. Ich hab einen Wettbewerb. Ein Wettrennen gegen Patrick. Patrick, ich sag dir eins, Bro. Aber ich bin der bessere Quallenfischer. Let's go. Warum machen wir eigentlich so einen fetten Wettbewerb hier? Okay, wie viele hat er noch? Der hat noch ganz schön viele Leute. So. Bisher Game erstmal komisch, aber das wird sich gleich wahrscheinlich extrem turnen, habe ich das Gefühl. Mal schauen. Oh Gott. Einen noch. Okay. Easy gewonnen. Stop running around, will you? Also mit mir brauchen sie nicht anlegen. Er fragt sie, wie ich ihn besiegt habe. Ne? Guck dich mal an, Patrick. Du siehst aus, als hätte ich dir was geklaut. Gut. Okay. Alright. Oh, wir haben den goldenen Pfannwender gefunden. Yep. Okay. Aha, wir kriegen einen Schatz, wenn wir davon noch mehr finden. Sehr, sehr geil. Okay. Ja, machen wir doch mal den. Nehmen wir uns den mal mit. So, wir gehen jetzt mal weiter. Seht ihr das da hinten? Das sieht auch sehr, sehr komisch aus. Ich gehe da mal rüber. Und was ist das hier links? Das sind irgendwie so... Ach so, das sind einfach Stühle. Ja, okay, es sind einfach Stühle, Leute. So, wo sind die Monster hier? Lass mal sehen. Erstmal ganz entspannt. SpongeBob auf Chili. Warte, Patrick. Das sind die Haken, Leute. Die Haken.
Wir dürfen die Haken nicht berühren. Wir müssen Patrick da jetzt irgendwie so ein bisschen durchleiten. Leute, soll ich so einen Haken mal berühren? Soll ich so einen Haken mal berühren? Ey, einmal, oder? Einmal so einen Haken. Eigentlich habe ich... Nee, wir lassen das. Wir lassen das. Es gibt, glaube ich, sogar eine Bewertung oder so hierfür. Für diese Map, die wir hier gerade spielen. Und die Bewertung würde ich dann halt schon ganz gerne, glaube ich, irgendwie gut machen. Deswegen will ich mich vom Haken halt nicht catchen lassen. Aber jetzt sind wir hier. Wo ist Patrick? Patrick? Er hat den Haken genommen. Es war so klar. Okay, alles klar, Leute. Au! Okay. Ich weiß echt nicht. Nee. Ich hab ein bisschen Schiss, Leute. Ich weiß nicht, ne? Aber ich finde, das ist keine gute Idee. Wir sollen aufpassen. Nicht alle Überraschungen sind freundlich. Psst. Wir gehen leise durch. Hört ihr das? Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? Hört ihr das? Patrick, bist du das? Patrick! Hallo! Wo bist denn du, mein Bester? Oh, man. Ah, okay. Er hat versucht, mich zu erschrecken, ne? Aber wir sollen jetzt erstmal weitergehen. Das ist doch das Tutorial, Leute. Wir lernen ein bisschen die Steuerung und so. Das Game scheint ein bisschen größer zu sein, als ich gedacht habe. Eventuell müssen wir es in einem anderen Stream wahrscheinlich dann sogar noch weiterspielen. Aber wir checken erstmal die Lage aus. So. Quallenfischen habe ich drauf. Da hinten ist Mr. Krabs? Wie sieht der denn aus? Nee, oder? Oh, hi, Mr. Krabs. Oh, da ist ein Schatz irgendwo in der Nähe. Er kann es riechen. Aber es sind dort Seekreaturen. Irgendwo. Leute, jetzt müssen wir uns entscheiden, wen wir spielen wollen, ne? Entweder SpongeBob, der deutlich schneller rennt, aber kann nicht rennen, während er schwere Objekte trägt. Und Patrick rennt langsamer, weil er halt fett ist. Also Patrick ist fett. Und kann aber rennen, während er schwere Objekte... Ja, weißt du was? SpongeBob ist ja wohl Ehrensache, oder was? Leute, Ehrensache. Noel, Alter, was geht, mein Bester? Jacqueline, ich freue mich, dass es dem Kleinen gut geht. Du bist der beste YouTuber, Jörg. Geraldi, Kuss. Oh, seht ihr das da vorne? Was ist das denn? Was ist denn das gewesen? Das die Quallenmutter oder was? Hey, ganz komisch. Das Game ist richtig merkwürdig. Muss, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Da hinten ist eine Qualle. Die kommt jetzt. Nein, wir müssen den Schatz klauen. Wir sind so tot, Leute. Lauf, Bruder! Ich wurde erwischt. Game over. Game over. Oh, nee, ne? Okay, also wir sehen schon, die Jumpscares sind da. Definitiv. Wesam Samra, hier nochmal mit dem Supersticker. Dankeschön. Die Jumpscares sind da, Freunde. Uns verstecken. Warum kommen diese verdammt hässlichen Quallen immer überall hin? So tot. So tot. Ich laufe mal hier straight rüber. Ich hätte vielleicht eher Patrick nehmen sollen. Ich habe jetzt die Truhe geklaut. Gehen jetzt einfach erstmal weiter und gucken, wo die Qualle hingeht. Sind hinterm Stein. Machen ganz chillig.
Wir haben uns stechen lassen. Aber alles cool. Okay, Leute, wir sind safe. Die Qualle können wir mitnehmen. Zweimal wurden wir getroffen, können die mitnehmen. Easy. Alles klar, hier ist deine Truhe. Boah, war das wieder ein Krampf, ne? Yeah! Okay, bedankt sich und sagt, dass ich frei haben kann. Das finde ich ja nett. Okay, Mr. Krabs gibt uns frei, das heißt, wir müssen nicht arbeiten. Wir kriegen irgendwie eine Bezahlung. Was denn? Das habe ich nicht so ganz verstanden. Oh yeah. Da, wir kriegen eine kleine Truhe, Freunde. Okay. Was ist das jetzt? Das Spiel ist doch cringe. Barry the Bear hat diese Münzen verloren. Das sind meine Münzen, Bro. Ist das Geld für euch? Fragt er. Ja. Okay. Passt für ihn. Er hat jetzt den Bart auf einmal auf. Er existiert nicht. Verstanden? Er war nie hier. Okay. Erzähl dich, Mann. Gib mir die Münze. Die beiden haben auf jeden Fall schon mal was ganz Komisches gesehen. Wir gucken jetzt erstmal. Okay. Wir müssen jetzt diese Area verlassen und dann geht es ins also richtige Game anscheinend rein. Ja, dann verziehen wir uns jetzt mal hier. Die Frage ist halt nur, in welche Richtung geht's, ne? Von da sind wir, glaube ich, gekommen. Dann würde ich doch einfach mal sagen, gehen wir hier lang. Sieht eigentlich ganz nett aus. An welcher Stelle seid ihr? Ich glaube, ich habe was kaputt gemacht. Azra, dann einmal ganz nach vorne ziehen. Ganz nach vorne oder neu laden. Mit F5 oder halt am Handy den Stream nochmal neu aufrufen. Das geht. Sehr gut. Oh, da ist was im Abfluss, Freunde. Was ist da im Abfluss drin, ne? Irgendwas, was Bock auf Quallen hat. Das ist der Fick. Nimm mal die ganzen Quallen an! Hä? Ist das nicht hier Steinzeichnung, SpongeBob? Da kommt irgendwas raus. Okay. Okay. Ist das S oder was? Emil, ich weiß nicht. Quallenarmee? Wir sind in Gloveworld. Gloveworld ist unser Startpunkt zu diesem großen Abenteuer. Während SpongeBob und Patrick Feuerwerk genießen von der Mitternachtsshow, kommen die ganzen Eindringlinge, also die ganzen Quallen, da rein. Und sie wollen den Überlord füttern. Och nö, wer ist denn der Überlord jetzt? Wir gucken mal rein. Uiuiui, das ist der grüne Huggy Wuggy. Ah ja, genau. was geht da ab? Ja, das Feuerwerk, das, da wurde ja gerade auch gesagt, dass da eins ist. Gucken mal. Das haben wir zu erledigen. Hä? Ich bin jetzt Patrick? Warte mal ganz kurz. Was geht denn hier ab? Oha, irgendwelche Sachen fallen hier runter. Wie nervig ist das denn? Wo ist denn der Typ? Ich höre ihn links, ich höre ihn links. Quallen? Quallen sind hier auch irgendwie? Okay. Müssen so ein bisschen Abkürzung gehen. Ich weiß nicht, was der Typ gemacht hat, aber wir gucken jetzt einfach mal. Junge, ich wurde ja richtig hops genommen. Gut gespielt. Das Game ist sehr komisch. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das so komisch ist. Ah! Aha! Wir sind jetzt Patrick auf diesem Valentinstagsrummel und wir verfolgen doch den Handschuhmann. Oh, okay. Wir sollten aufpassen, dass uns kein Karren ins Gesicht schießt. Die explodieren halt übel brutal. Wir schließen schon ziemlich gut auf. Ich habe ihn auch gleich. War jetzt so, da war jetzt so eine Qualle. Okay.
knapp. Wo ist der Typ? Ich muss ihm doch irgendwann auch hinter... Also, ich muss doch irgendwann mal hinten rankommen, oder was? Oh, oh. Ist jetzt oben im Rummel. Vorsichtig. Nein! Ja. Weiter geht's. Hä? Wo ist der Typ hingelaufen? Ich hoffe hierhin. Mit so springen kommen wir sogar noch einen Tick schneller ran. Okay, er ist in dem Tunnel des Handschuhs. Also da rein. Ich habe mir noch so einen goldenen Pfannwender gegrabt. Wir gucken mal rein. Was ist das denn hier? Das sah da drin jetzt irgendwie nicht mehr so lustig aus. Aha. So ein Ding ist das. Da fängt das an. So ist das nämlich. Und jetzt bin ich hier drin. In diesem ganz komischen flackernden Licht und so. Hallo? Ich will doch nur essen und Quallen fischen und so. Was ist das denn hier? Okay. Das Wasser? Tatsächlich. Wir können mit der Tür interagieren. Das heißt, wir können so eine Tür aufmachen. Okay. Wir können uns hier viel umgucken und erstmal ein bisschen chillen. Schauen, was hier so geht. Verstehe. Leute, sollen wir Twitch-Follows, by the way, auch auf YouTube aktivieren? Was ist das da? Was ist das? Ich gehe da doch bestimmt nicht runter, Mann. Ich bin... Ist ein Ballon? Ich weiß nicht, was das war, Leute. Keine Ahnung. Okay, hier ist es ziemlich dunkel. Hier können wir nicht durch. Wir gehen mal weiter. Nein, ich spiele am PC. Ja, auf jeden Fall, Freunde. Ben. Licht ist an. Wieder flackerndes Licht. Patrick macht mir richtig Angst, ne? Mit seinem dummen Gelächter. Ist hier irgendwo noch ein goldener Pfannwender oder so? Nee. Tür ist offen. Wir sind jetzt irgendwo in so einem Habt ihr es gesehen? Was war denn das gerade? Wir sind jetzt SpongeBob und fragen uns, wo Patrick ist, ne? Oh nein. Wir haben ihn entführt. Es hat ein Angestellter jetzt irgendwie den Raum hier aufgemacht und wir können jetzt dann hier durchgehen, mal sehen. Wir haben eine Taschenlampe. Dir mal diese verdammte Kacke hier an. Weißt du, wie ich mein? SpongeBob sieht so chillig aus. Oh, wir haben vier Entscheidungen, Leute. Okay, das ist eine Entscheidung für den Chat. Die kann ich alleine nicht treffen. Ich muss jetzt einmal ganz kurz gucken. Wir haben den Quallenraum, den Handschuhraum, den Blumenraum oder den Kelpie-Raum, also so Cornflakes-Raum. Okay, Quallenraum, Handschuhraum, Flower Room. Ich muss jetzt eine Abstimmung machen. Ihr müsst entscheiden, in welchen Raum ich reingehe. Welchen Raum betreten wir? Ihr habt eine Minute Zeit. In den Handschuhraum, in den Blumenraum, in den Quallenraum oder in den Kelpie-Kelloggs-Raum. Jetzt bin ich mal gespannt. Community, ihr dürft entscheiden, ne? Das ist das Schöne, wenn ihr in so einem Livestream dann dabei seid. Ihr habt es dann halt quasi einfach in der Hand. So, ihr dürft jetzt entscheiden. Die meisten Leute sind schon für den Handschuhraum. Ziemlich klare Kiste hier. Ich gucke mir das jetzt mal an von hier so.
Der Handschuhraum ist so ein bisschen grün. Und der Quallenraum, der ist so ein bisschen so pink, so quallennetzmäßig. Der Kelpie Room, der ist so gelb, ne? Aber ihr wollt, dass ich in den Handschuhraum gehe. In den Glowview Room, in das Grüne rein. Ist das Game abgestürzt gerade? Hallo? Sieht ganz danach aus. Da bewegt sich nichts mehr. Wer ist denn da los? Tatsächlich. Ja, das Spiel ist abgeschmiert. Es ist ein kostenloses Spiel. Das habe ich im Internet gefunden. Das zu meiner Verteidigung. Da kann sowas natürlich immer mal passieren. So, ich muss jetzt einmal ganz kurz gucken, dass ich die Kontrolle über meinen PC wieder zurückerlange. Perfekt, wir sind wieder da. Leute, hier, ne? Da geht's nachher weiter auf Twitch. Natürlich. 2315 sind wir schon. Stabil. Rein. Okay, wir nehmen den Handschuhraum. 48%. Ich glaube, wir können jetzt auch einfach weitermachen. Wir müssen jetzt eigentlich fortsetzen können, wo wir waren. Continue steht dieses Mal. Gehen wir halt mal rein. Das kann halt mal passieren, ne? Around the clock. Bikini Bottom ist das Game. So. Glove World. Müssen wir jetzt wieder alles von vorne machen? Das wäre jetzt sehr belastend. Wenn das Spiel mal abstürzt und wir alles von vorne machen müssen, aber dann können wir es nicht ändern. Otti sagt, die krosse Krabbe hat zusätzliche Herausforderungen. Müssen wir. Okay. Chapter 2 Poppy Playtime kommt Samstag, wow. Freunde. Ganz entspannt. So, wir müssen jetzt einmal mit Patrick nochmal hinterherlaufen. Dann haben wir jetzt ja doch noch ein bisschen was zu tun. Also, den Handschuhmann hinterher. Ich glaube, wir können uns auch richtig Zeit lassen, theoretisch. Wir müssen hier gar nicht so hart durchspeeden. Die Qualle denkt auch, sie ist krass. Ey, die Leute haben mich aufgehalten. Was für Asses. Alter, ich hab einen Stromschlag gekriegt. Hör mal auf damit jetzt. Da hinten, er ist dann rechts lang. Dieses Mal habe ich es gesehen und man sieht ihn hier noch laufen. Pass auf, first try. Easy. Da war der goldene Spatula. Den dürfen wir nicht verpassen. Ich wollte nur mal gucken, was da noch so wäre, ne? Ist ein bisschen schade, dass wir die Quallen halt nicht besiegen können. Aber okay. So. Nehmen das Ding mit. Tunnel of Glove. Da geht's das erste Mal so richtig los, ne? Mit so ganz komischer Atmosphäre in dem Spiel. So, wir sehen mal zu, dass wir schnell in den Handschuhraum kommen. Ich speede jetzt einfach mal durch. So ein komisches Geräusch, das Ding da. Ich finde das richtig merkwürdig. Wir gucken mal nach hinten, denn irgendwie war das Licht hier vorhin aktiviert einfach. Kann ich da mal hochspringen, bitte? Danke. Ah. Jetzt gehört, ne? Da war jetzt irgendwie ein Geräusch. Komm, kann ich da so rüberspringen? Tatsächlich? So, und rein da. Jetzt werden wir... geschnappt! Ja! Da waren zwei Handschuhleute! Habt ihr den anderen gesehen? Ayos mios. Okay. Jetzt in den richtigen Raum reinjumpen. Wo ist der Handschuhraum? Da. Es geht los! Okay. Digga, hier stinkt alles drin, ne? Wie nervig ist das denn? Ah!
Habt ihr das gesehen? Was geht denn hier ab? Oh, oh Gott! Lauf, Bruder! Einfach tot! Hä? Krank! Wie schwer! Das ist mein Furzgestank, Baha Senel. Es war so klar. Es war so klar. Was ist das denn? Woher wusste er das? Wir dürfen nicht rennen, oder? Wir müssen garantiert rennen. Wir müssen garantiert rennen. Oh, yo. Diese Hände, Alter, die verfolgen einen ja bis ins Nirvana. Handschuhraum, let's go. Nee, ich gehe dieses Mal in den Kelpie Room. Was ist das? Was ist das, Digga? Warum finden die mich immer? Warum finden die mich immer? Wo kommen die her? Ich muss den irgendwo finden. Ich glaube, ich muss mit Taschenlampe ein bisschen aufpassen. Kann das sein? Gehen mal vielleicht in den Jellyfish Room. Oh nö. Oh nö. War auch nicht richtig. Ey, wie crazy ist das Game, Mann. Okay, ich bleib im KB Room. Der war eigentlich recht safe, fand ich. Muss den halt als erstes sehen. Das. Habt ihr es gesehen? Weck nicht die Muschel. Junge, so ein Ding ist das. So ein Ding ist das. Ach, so ein Ding ist das. Oh nee, ne? Ach nö. Ich gehe in den Blumenraum. Blumen sind schön. Blumen sind nicht schön. Ahnst du den? Guck dir mal die Handschuhe an. Erzählt euch! Oh!
kommt mal rein hier. Ich muss mich so hart konzentrieren. Kann die mehr Miesmuschel die nicht mal essen? Ich wurde geschockt. Okay, krass. Wir sind in einem Labyrinth, Leute. Wir sind in einem Labyrinth drin. Oh nee, Mann, diese Handschuhe sind einfach nicht cool. Wie gehen wir denn jetzt mal am besten? Habt ihr eine Idee? Der Blumenraum war eigentlich ganz cool. Nee, er war nicht cool. Stimmt, er war nicht cool. Stimmt. Richtig. Bisschen aufpassen. Gelbe ist da. Ich bin im Liebestunnel. SpongeBob! Bro, ich hol dich! Raus. Wir befreien ihn jetzt, ne? Oh, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Oh. Was passiert jetzt? Da kommt der Mitarbeiter. Der sagt jetzt so, wir sollen mal... er ist Level 28. So hoch schon. Er will befördert werden und deswegen... wird Patrick ihn jetzt, glaube ich... verprügeln! Oh. Ja, wenn der SpongeBob festhält, ne, ich weiß auch nicht, warum er befördert wird dadurch, aber okay. Ja. Ihn direkt mal in die Fresse gehauen, ne? So ist nämlich gut. Rausgeholt aus dem Handschuh des Grauens. Was zur Hölle geht hier vor sich, ne? Fragt er sich. Oh no! Die Leute werden verschleppt. Habt ihr das gesehen? Dieses grüne Ding war oben an der Wand und diese Quallen tragen okay. Diese Teile weg. No. Oh nee, ne? Und jetzt haben die Leute diese komischen Augen wie diese Außerirdischen. Yep. Oh nee, ne? Da ist der große Handschuh, Bro! Wir sind umzingelt. Was passiert jetzt? Warum? Hä? Ja, ist das Thaddäus? Als ob das Thaddäus war. Ich hasse den. Ich mochte ihn eh nie. Ich mochte ihn sowieso nie. Nie mochte ich den. Und der läuft vor Thaddäus weg. So viel Angst hat der, ne? Okay. Wir gehen erstmal raus. Thaddäus sagt, alles chillig, Leute. Alles entspannt. Na gut, dann ziehen wir jetzt erstmal durch. Gehen wir mal ganz entspannt. Wir haben das Level geschafft und die Final Score ist D. Und es gab wohl irgendwie noch ziemlich viele Sachen, die wir hätten einsammeln können, um zu wissen. Aber das ist jetzt erstmal für uns unrelevant, weil wir kennen das Game ja auch noch nicht. Was ist da jetzt los? Es gibt einen weiteren Plan. Patricks Stein. SpongeBobs Ananas. Oha. Wir können also jetzt an zwei verschiedenen Punkten dieser Map können wir jetzt weitermachen. Okay. Das hier ist Mr. Krabs Haus. Wir gehen zu Thaddäus. Let's go. Das Level ist durchschnittlich. Na, Thaddäus, lass mal erstmal in deine Bude gehen, Bro. Gucken wir uns mal an, was da so geht. Alter, da ist irgendwas in seiner Bude drin, ne? Gucken, was da drin ist. Meint ihr, da geht was Gefährliches? Thaddäus ist auch einfach der Beste. Ist einer der lustigsten Charaktere im Spiel, weil dem... Ah ja, die haben die Kamera umgefahren. Alright. Okay. Wir sollen alles bei ihm zu Hause rausnehmen, was wir können.
Und alles was geht und dann weg. Oder müssen wir jetzt in alle Häuser gehen? Müssen wir jetzt alle Häuser spielen? Spielen wir jetzt. Oh, der Quallenkönig ist irgendwie unterwegs. Okay. Ah ja. Okay. Verstehe ich noch nicht so ganz. Okay. Ich bin jetzt echt Thaddäus, ne? So, wir müssen jetzt erstmal seine Klarinette holen. Also müssen wir uns ja auch jetzt auf Armageddon so ein bisschen gefasst machen. Dann gucken wir mal. Geil, ey. So Thaddäus Haus mal angucken hat schon was, ne? Die anderen, das kennt man ja einfach. Als ob Thaddäus einen Fahrstuhl hat. Was? Tatsächlich. Da ist irgendwie eine Trophäe. Cool. Ich habe irgendwas freigeschaltet. Hier ist was kaputt gegangen. Gehört. Junge, wie groß ist deine Bude? Mir? Nein. Wir nehmen das Bild mit. Wir müssen das Bild zum Bootmobil bringen. Oh nee. Ist das? Oh! Was war das, Mann? Mach die Tür zu! Weg hier! Oh, Bro! Wer war er denn? Fahrstuhl! Erstmal runterfahren! Hier ist alles chillig. So, rein da ins Bootmobil. Ich hab eins von vier Sachen. Oh, nee, ne? Warum braucht er denn seine Bilder? Ach, komm, ey! Leute, ich krieg die Krise, ehrlich. Wir gehen hoch. Über Treppe. Guck, was sich machen lässt. Junge! Alter Schwede! Ich muss alle vier Gegenstände dahin bringen. Ich bin so dead, Mann. Ja, nix. Ja, sorry, Bruder, aber ich, ne, hab da ein bisschen zu tun. Ist was so knapp. Das war so knapp. Heil wütet hier irgendwo. Müssen ein bisschen aufpassen. Ich lasse die Türen möglicherweise lieber offen. Er muss die halt extra nochmal aufmachen. Wir können halt mit dem. Als ob der hier jetzt immer herkommt, Bro! Mach mal dein Ding. Wir müssen ihn ein bisschen aus. Der will mich doch ärgern, oder was? Willst du mich verarschen jetzt? Also komm, Kolle. Bin ich halt oben! Holy shit! Macht einem das Angst? Ich sag dir, wie es ist. Wo ist die verdammte Klarinette? Hä? Das gesehen? Da ist ein Gewehr. Warum kann ich das nicht nehmen? Oh Gott.
Moin! Ich glaube, ich bin tot. Also, die haben angegeben, Schwierigkeitsgrad normal. Es ist normal, Freunde. Findet ihr, das ist normal? Ich nicht. Sag ich, wie es ist. Wir haben das erste Bild. Ist nett, wenn man mal was hat. So. Hier ist der Fahrstuhl. Wir fahren runter. Wir müssen einfach nur einen Plan davon bekommen, wo wir überhaupt hin müssen. Wir bringen das Bild jetzt erstmal weg. Okay. Mal nach oben. Gehen hier hin. Hier ist erstmal Gucci. Okay, so wie es aussieht, ist er nur unten. Das heißt, hier oben ist nichts los. Aber wo sind die anderen Sachen? Klarinette und so weiter. Es liegt hier nichts. Es liegt hier nichts. Wir müssen weiter gucken. Ich gehe mal hier runter. Goldenes Klopapier. Oh. Er ist vorbeigelaufen. Weg. Der macht einem richtig Angst. Ich weiß noch nicht, wo diese restlichen Gegenstände sind. Wir müssen ein so ein Bild noch finden. Da! Ja, das Ding ist so schwer. Jawohl. Komm, let's go. Let's go. Zweites Bild. Wir sind da. Das sieht aus, Digga. Wir müssen die Klarinette finden. Habt ihr das eigentlich gesehen? Was gerade der... Ich glaube, der geht immer dann auf die andere Seite. Hä? Mann, jetzt verpiss dich mal! Okay, sind jetzt oben. Deine Klarinette. Ist die hier eventuell? Nee, aber hier ist ein Bild. Mit dem Bild können wir jetzt erstmal nicht viel anfangen. Das hier ist die Thaddäus-Statue. Leute, ganz oben ist die Statue. Das müssen wir uns merken. Die kriegen wir gleich als letztes mit. Ich glaube, dass diese Statue relativ chillig ist. Relativ. Scheiße! Oh, es war so knapp. Es war so knapp. Wo ist die verdammte Klarinette? Da!
Okay. Abstellkammer. Verdammt, ich hab mich verlaufen. Vorsichtig. Yes! Klarinette raus. Wir wissen, wo das letzte Teil ist. Das letzte Teil ist chillig. Okay. Puh. Okay, okay. Ich krieg das hin. Strom ist aus. Als ob! So tot, Mann. Ich bin so tot. Oh! Gott sei Dank! Okay. Ich hab die Statue. Ich hab die Statue. Tür zu. Auf! Mach auf! Oh mein Gott. Ich bin so dran. Ich weiß nicht, wo es runtergeht. Hört ihn nicht mehr. Das war so knapp. Ich muss überlegen. Der Strom ist aus. Wie bin ich hochgegangen? Ich... Warte mal. Ich muss irgendwo runtergehen. Irgendwo muss es runtergehen, aber wo? Wie bin ich da nochmal reingelaufen? Ich muss ganz kurz überlegen. Ich bin ja von der anderen Seite gekommen. Zieh, Bruder. Zieh. Hier oben sind wir safe. Hier oben sind wir safe. Hier oben sind wir safe. Ich kann da nicht reinlaufen. Ich muss da rechts gehen. Okay. Hier. Hier muss ich rein. Jawohl. Jawohl, Freunde. Ich bin unten. Das war die einzige Möglichkeit. Thaddäus Haus studiert. So, wir haben alles da. Schmeiß rein in den Aal. Pff, Alter, war das wild. Da hinten ist irgendwie noch so ein SpongeBob-Bleistift-Typi. Rein da jetzt. Easy. Das haben wir geschafft. Stabil. Oh, haben wir schon wieder einen Unfall gebaut. Ja, du hast es verkackt. Ehrlich. Egal, wir haben es geschafft. Und sogar mit B sind wir da durchgekommen. Also schon okay. War dieses Mal deutlich besser. Wir gehen jetzt gleich live auf Twitch. Gleich. Das war die letzte Map, meine Freunde. Jetzt geht's rüber. 600 Zuschauer sind wir. Ich würde mich freuen, wenn wir heute vielleicht so auf 100 kommen. Wir gehen jetzt rüber zu Twitch. Ich schicke den Link nochmal rein. Das war's mit SpongeBob für heute. Wollt ihr mehr davon? Wollt ihr mehr? Schreibt mal bitte rein. Oh, kurz mal chillen. Wollt ihr mehr von dem Game? Dann einmal eins in den Chat, wenn ihr mehr wollt. Wir werden jetzt erstmal kurz Save Game drücken, damit das auch alles gespeichert bleibt. Und ja, sollen wir nochmal machen. Ich würde das Game dann halt einfach nochmal auf chilliger Basis zocken, ganz entspannt. Wir gehen jetzt rüber und spielen Dying Light. Es geht mit Horror weiter, aber das ist ein bisschen extremer.
Da kommen ein paar mehr Zombies und so. Wir fangen ein neues Format an. Auf Twitch wird es zukünftig immer nur Horror geben, Freunde. Horror und Spiele-Neuheiten. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr damit rüberkommt und euch das einfach mal reinzieht. Vielleicht gefällt es euch. Wir spielen da immer ganz auf chilliger Basis so, ne? Und werden jetzt halt gleich mit Dying Light 2 anfangen. Ich weiß nicht, das Game hat auf jeden Fall eine hohe FSK-Einstufung. Also es ist brutal. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da gleich drüben seid. Ihr könnt auch schon einfach auf Twitch rübergehen und in den Chat schreiben. Ich sehe das auch schon, obwohl ich da gar nicht live bin. Man kann den Chat da irgendwie aufrufen. Kommt einfach mit rüber. Ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr ein Follow da lasst. Weil ich werde auf Twitch dreimal die Woche streamen. Dienstags, donnerstags und sonntags werden wir das durchbringen, dass ich dafür ein paar Stunden am Start bin. Und das streame ich halt nicht eine Stunde, da bin ich dann halt ein bisschen länger. Also kommt da gerne mit rüber. Bis gleich, Freunde. Dickes Küsschen geht raus an alle, die jetzt dann auf YouTube raus sind. Und ich würde sagen, ja, bis morgen. Denno out.